Ich verrate euch heute 8 Tipps, wie du wirklich richtig geile Fotos schießt. So, kommen wir zur Regel Nummer 1. Hast du vielleicht schon mal gehört, die Drittelregel. Die Drittelregel ist wirklich unglaublich wichtig, überhaupt in der Fotografie, auch in der Landschaftsfotografie. Die besagt einfach als allererstes mal, dass du den Horizont, wenn irgendwie möglich, nicht in die Mitte packst. Ja? Wenn ich jetzt ein Foto habe, wo der Horizont in der Mitte ist, das wirkt in der Regel total langweilig. Deswegen achte wirklich darauf, den Horizont, wenn ich jetzt hier ein Foto habe, ja, im unteren Drittel, im oberen Drittel zu platzieren. Das spielt auch keine Rolle, ob das jetzt ein Hochformatbild ist oder ein Querformatbild. Immer versuchen, wirklich diesen Horizont im unteren oder im oberen Drittel zu platzieren. Das Gleiche gilt übrigens auch für dein Hauptmotiv. Ja, es gibt immer Ausnahmen, wo ich auch mal sage, das mache ich mittig. Behalt immer im Hinterkopf, dass du das Hauptmotiv in den goldenen Schnitt setzt. Der goldene Schnitt sagt einfach, wenn du dein Foto aufteilst in 9 Quadrate, ja, dass du dein Hauptmotiv in eines dieser Quadrate packst. Dadurch gewinnt das Bild eine unglaubliche Dynamik und macht es viel, viel spannender. Ein ganz wichtiger Punkt in der Landschaftsfotografie ist auch die Linienführung. Das heißt, wenn du Linien auf dem Foto hast, das kann, der Klassiker ist ein Steg, der ins Foto hineinführt. Ja. Das reißt den Betrachter richtig in dieses Foto hinein und macht das Foto interessant und spannend. Und da gibt es unglaublich viele Linien in der Landschaftsfotografie, die du für die Linienführung nutzen kannst. Das kann eine Straße sein, ein Weg, das können auch Felsformationen sein. Ja. Ich sage immer, wenn du shootest, shoote natürlich am Morgen oder am Abend, sei besser mindestens eine Stunde vor Sonnenaufgang oder Untergang da, damit du dich erstmal umschauen kannst und such dir wirklich coole Spots raus. Schau dir an, wo Linien ins Bild hineinführen, die den Betrachter richtig in dieses Foto reinreißen, und das macht es einfach unglaublich spannend, und das ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Regel der Landschaftsfotografie. Viele Landschaftsfotos leben ja von einer ganz speziellen Perspektive, und zwar, wenn sie mit einem Weitwinkel oder sogar einem Ultraweitwinkelobjektiv aufgenommen werden. Du bekommst mit so einem Ultraweitwinkelobjektiv ein unglaubliches Sichtfeld auf das Foto, aber es ist gar nicht so einfach mit einem Ultraweitwinkelobjektiv. Also du wirst es sehen, wenn du das erste Mal fotografierst und du ziehst damit los mit einem Weitwinkelobjektiv, es ist oft so, dass du dass das Bild langweilig wird, und ich sage dir jetzt auch warum. Mit dem Weitwinkelobjektiv ist es einfach so, dass du natürlich ein riesiges Sichtfeld hast, und wenn du jetzt im Vordergrund etwas Langweiliges hast, wie eine Wiese zum Beispiel, dann wirkt das Foto einfach nicht. Deswegen ist es wichtig, wenn du ein Ultraweitwinkelobjektiv einsetzt, dass du wirklich einen spannenden Vordergrund suchst. Das kann ein cooler Fels sein, ja, oder ein Baumstamm, irgendwas. Es können auch Blumen sein, Blüten, irgend sowas. Du kannst mit dem Objektiv wirklich ganz, ganz nah rangehen. Das ist ja das Besondere an dem Ultraweitwinkelobjektiv, dass du bis auf wenige Zentimeter ran kannst, und dadurch erscheint der Vordergrund riesengroß, und das ist ein ganz, ganz besonderer Effekt, den du nutzen kannst in der Landschaftsfotografie. Ich möchte euch jetzt hier nochmal zeigen, was dieser Weitwinkel kann. Das ist ein Samyang 14 mm, und ihr seht, die Kamera ist ganz nah dran an diesem Felsen. Und wenn ich jetzt hier schaue, wie das Bild ausschaut, ihr seht, der Felsen erscheint riesig und ist irgendwie trotzdem noch unglaublich viel Platz drauf. Ja? Das ist so der Trick des Weitwinkels. Ihr seht ja auch nochmal die Einstellung. Ich habe jetzt hier die Blende 14 genommen, ISO-Wert 100. Und wenn ich jetzt hier auslöse, kriege ich ein ganz tolles Foto hin. Was ich auch immer wieder gerne mache, Bildrahmen nenne ich es mal. Ja? Das heißt, wenn du ein schönes Motiv hast, du kannst dieses Motiv durchaus rahmen. Das können als Beispiel Bäume sein, links und rechts, und setzt ein Hauptmotiv zwischen diese Bäume. Das wirkt bei einigen Motiven wirklich unglaublich schön und spannend. Wenn du sowas siehst in der Natur, nutzt das. Ein weiterer Tipp, der dir wirklich geniale Bilder beschert, ist der Größenvergleich mit Menschen. Wenn du jemanden dabei hast, bitte den doch einfach mal 50, 100 Meter in die Landschaft reinzulaufen, sich zu platzieren, und du machst dann das Foto und du siehst dann einfach diese unglaublich geniale Landschaft mit einer ganz kleinen Person da drin, und das ist für das Auge wirklich mega spannend einfach. Ich werde auch immer wieder gefragt, wann soll ich denn shooten? Ist es wirklich nötig, früh aufzustehen oder abends erst ins Bett zu gehen? Ja, was soll ich sagen? Du kriegst die geilsten Bilder einfach am Morgen, kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenaufgang, genauso am Abend, zur goldenen Stunde, zur blauen Stunde. Das Leben des Landschaftsfotografen, es ist hart.
Wenn du willst, dass deine Fotos wirklich besonders sind, ja, dann achtest du darauf, dass du coole Wolken am Himmel hast. Blauer Himmel ist ganz schön, aber nicht wirklich spannend. Stell dir vor, nach einem Gewitter, es hat aufgehört zu gewittern, die Sonne knallt durch die Wolken, der Himmel wird rot. Das sind Bilder, die ich sehen will. Ja, das heißt, wenn du Wolken am Himmel hast, selbst wenn es die schlimmsten Wolken sind, die du dir vorstellen kannst, es gibt immer die Chance, dass die Sonne durchkommt und dann hast du gewonnen. Und zum Schluss noch eine der wichtigsten Regeln, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Ändere deinen Standpunkt. Ich sehe es wirklich immer wieder, dass Leute einen coolen Standpunkt gefunden haben und dann da eine Stunde stehen. Schön und gut. Aber es ist so wichtig, ja, dass man sich umdreht. Das heißt, viele vergessen einfach, was passiert hinter einem. Und da passieren manchmal unglaubliche Sachen, manchmal viel coolere Sachen als da, wo ich hinblicke. Wenn du jetzt deine Kamera auf ein Stativ aufgebaut hast, denk auch dran, mal in die Froschperspektive zu gehen. Bin ich noch zu sehen? Ja, wie auch immer. Jedenfalls diese paar Zentimeter von hier oben nach hier unten in die Froschperspektive, das ist ein Riesenunterschied. Du wirst es, ja, versuch's einfach mal. Gerade wenn du mit einem Weitwinkelobjektiv arbeitest, es ist ein Riesenunterschied und probier das aus. Und das Gleiche, bleib nicht an der Stelle stehen. Ja, auch wenn du denkst, das ist der coolste Spot, wirklich geh mal 10, 20 Meter nach rechts, 10, 20 Meter nach links, geh nach hinten, geh nach vorne, renn da rum, du hast Zeit, komm eine Stunde früher, ja, überleg dir 10 coole Spots, es bringt dir nichts, an einen Spot zu kommen, wo du einen geilen Spot hast, das ist natürlich schön, aber es ist doch viel cooler, wenn du an diesen Spot kommst und du hast dann am Ende 10, 15 Fotos, die sich vielleicht total unterscheiden, wie gesagt, auch wenn du mal nach hinten schaust, ja, das bringt einfach viel, viel mehr, deswegen ändere deinen Standpunkt. Das ist unglaublich wichtig. Das ist die wichtigste Regel überhaupt, die ich dir mit auf den Weg geben kann. So, ich hoffe, mit den Regeln, die ich dir jetzt an die Hand gegeben habe, kannst du was anfangen. Üben, üben, üben. Ja, das heißt, wenn du es jetzt gehört hast, probier das ruhig aus. Nimm deine Kamera, geh los und teste mal diese Regeln. Du wirst sehen, du wirst innerhalb kürzester Zeit wirklich einen enormen Unterschied haben, ja, was deine Bilder angeht in der Entwicklung. Du wirst es sehen. Probier es aus. Wenn du jetzt noch Fragen hast, kommentiere hier unter dem Video oder schau auf phototravelers.de. Wir haben jede Menge Tutorials auch auf dem Blog. Viel Spaß!